Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte euch vor mittlerweile schon, ich würde mal sagen, 8 Wochen auf Instagram gezeigt, dass es eine neue LE von Essence gibt. Und das ist die Catching Clouds LE. Ich habe alle Produkte außer eins mitgenommen, plus ein Pinselset, was dazugehört. Wir werden die Produkte heute testen. Ich bin super gespannt, denn mich hat die LE, muss ich sagen, sehr angesprochen, optisch zumindest. Und jetzt wollen wir gucken, ob es auch optisch im Gesicht vernünftig aussieht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Kleiner Spoiler bzw. Cut hier nochmal mit drin, denn das ist das erste Video nach meinem Launch mit Rival Loves Me und ich möchte mich an dieser Stelle von tiefstem Herzen für diesen überwältigenden Support bei euch bedanken. Heute ist Montag. Eigentlich sollte heute die LE rauskommen. Ihr habt es mitbekommen, die Sachen waren teilweise schon früher da. Auch hier nochmal ein Sorry, das ist nicht steuerbar gewesen bei fast 3000 Filialen. Das, manche haben es früher gehabt, manche haben es noch gar nicht rausgestellt. Und online ist es wohl gerade auch ausverkauft. Stand jetzt 8.17 Uhr, ich bin dran. Ich stehe gerade in Kontakt mit Rossmann und hoffe, dass ich schnellstmöglich Informationen zu einem ist irgendwo noch was an Ware da? Kommt irgendwas nochmal nach? Was ist mit den Favoriten? Kann man die ins Standardsortiment bringen? Ich bin dran. Ich gebe mein allerbestes. Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Einheiten produziert wurden. Das ist eine Zahl, die habe ich so selber noch nie gehört für so viele Filialen. Und bin ich ehrlich mit euch, ich habe Stand heute 91.982 Follower hier auf YouTube und ich hätte nicht gedacht, dass wir so krass sind, deswegen, ich kann meinen Dank nicht in Worte fassen. I love you. Back to the video. Wir haben sehr, sehr schöne Produkte, muss ich sagen. Also alles so ein bisschen im Wolkendesign. Wir haben einen Lippenbalsam, wir haben einen Highlighter, der könnte echt spannend sein und wir haben einen Primer und darauf bin ich super gespannt, denn vielleicht erinnert ihr euch vor, das ist bestimmt schon 2 Jahre her, hat Makeup Revolution mal wieder eine neue Marke rausgebracht. Und da hatten die auch so einen Foam Primer, Cloud Primer. Und Essence hat jetzt auch sowas. Das ist der Cloud Touch Mousse Primer. Kommt in diesem klassischen 2012er Mousse Make-up Packaging. Ist Glas, fühlt sich sehr hochwertig, sehr schwer an. Und ich gehe einfach mal rein. Oh ja, krass. Okay, also das ist wirklich wie so ein Mousse. Aber ich weiß, was es ist. Das ist, ach, verrückt. Das fühlt sich sehr trocken an. Das ist im Prinzip Silikon, so dieser Benefit Professional Primer, aber so, dass es sich wirklich trocken an der Haut anfühlt. Ich mache mal hier den Kleber ab. Ja, Dimethicone Trisoluxan Silica. Also im Prinzip ist das einfach nur ein Silikonprimer, der sich auf die Poren legt, die Poren dadurch verschließt und das Hautbild so ein bisschen weichzeichnet. Und ich glaube, ihr könnt es auch hier in dem Bereich sehen. Es ist alles tatsächlich recht gut mattiert. Ich bin persönlich davon wirklich nur ein Freund, wenn ich dieses Full-on-Matt-Make-up haben möchte. Also wirklich Full-Coverage-Make-up. Wenn ihr trockene Stellen habt, vor allen Dingen im T-Zonen-Bereich, dann ist das, glaube ich, nichts. Wenn ihr aber zu öliger Haut neigt, wirklich ölender, fettender Haut, dann ist das etwas, wo ich sagen kann, das funktioniert. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das richtig, richtig von eurer Haut entfernt. Ich benutze dazu immer Microfiber Multitool, gehe erst in Wasser und dann könnt ihr damit wirklich in eure Poren gehen und das Silikon wieder rausholen. Ich verlinke euch das einmal unten. Fühlt sich erstmal gut an, ein bisschen matt. Ich bin gespannt, wie das Ganze mit Foundation funktioniert. Vorher möchte ich aber das Spray hier benutzen. Das ist das Hydrating Milky Face Mist. Fragrance Free und vegan. Der Primer ist, glaube ich, auch vegan. Ja, tatsächlich auch. Ich glaube, alle Produkte sind vegan. Verrückt. Ja, alle Produkte sind vegan. Essence ist ja auch mittlerweile, so wie Catrice, dabei, wirklich alles vegan zu machen. Der Sprühnebel ist toll. Es riecht nach nichts. Einfach für so ein bisschen frisch. Ich habe hier eine Unreinheit bekommen und die ist literally vor einer Stunde erst aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn auf einmal so ein Pickelchen da ist. Ich trage mir mal eine Foundation auf. Ich nehme jetzt hier mal die L'Oreal Infallible Freshwear Foundation und gehe mit meinem Foundation Brush hier einfach mal rein. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze mit diesem Primer verbindet. Ich habe halt die Erfahrung gemacht mit diesen Silikonprimern, dass sie sich sehr schnell, wenn man zu viel benutzt, also man darf wirklich nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge davon benutzen, sonst abrollen und nicht mit jeder Pflege funktionieren. Ich benutze ja eigentlich immer nur noch
meinen eigenen Primer. Jetzt kann ich ihn ja euch auch zeigen. Immer wenn ich euch gesagt habe, ich habe meine Skincare schon drauf, hatte ich den Primer schon drauf. Erstmal sieht es ganz gut aus. Ich hole euch natürlich dann auch gleich ein Stückchen näher ran, dass ihr das Ganze auch noch sehen könnt. Und dann gehe ich einfach mit einem Sponge nochmal rüber. Verrückt. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus. Jetzt lassen wir uns nicht verunsichern von dieser Einunreinheit dort, denn die ist natürlich auch nicht mit dem Primer jetzt wegzukriegen. Aber ich benutze dann heute Abend einfach diese Mario Badescu Drying Lotion. Ich hole euch mal ran. Okay. Wirklich schön. Wirklich schön. Der Porenbereich hier ist sehr weich gezeichnet, muss ich sagen. Hätte ich so auch nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert. Ich habe nämlich jetzt von Benefit neulich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den schon zur Seite gepackt. Die haben einen neuen Primer, diesen Professional Inner Light Hydrating Whatever Version rausgebracht. Den mochte ich gar nicht, weil er hat sich zwar ähnlich angefühlt wie der, der ist aber so fein von der Struktur her, dass er sich wirklich gut einblenden lassen hat. Ihr seht hier wirklich im Porenbereich ist alles schön, hier das kleine Pickelchen, da geben wir noch ein bisschen was drauf. Lasse ich kurz antrocknen und mache in der Zwischenzeit. Nee, Freunde. Wir haben nämlich hier noch diesen Lippenbalsam und ich wollte gucken, ob man den noch als Blush benutzen kann. Das ist der Subal Lip Balm aus der Catch and Clouds LE. Sieht einmal so aus. Wirklich ein schönes Design. Er riecht auch nicht. Ist so ein bisschen rosé und weiß durchzogen. Ich gebe mir mal ein bisschen was hier auf meinen Handrücken, aber nee, das ist also von der Deckkraft, der hat keine Farbe. Gebe mir schon mal ein bisschen was auf die Lippen. Okay, seht ihr das? Also der hat nur so einen ganz leichten Hauch Farbe. Fühlt sich ganz gut an, wir schauen uns das später nochmal an. Ich wollte nämlich jetzt euch ein Produkt zeigen, was ich für TikTok gekauft hatte. Und ich weiß, dass viele von euch kein TikTok haben, aber es ist ein wirklich gutes Produkt. Das ist von NARS, dieser Liquid Blush in der Farbe Torrid. Der ist so ein bisschen bekannt geworden durch Madison Beer, ist eine TikTokerin. Muss man nicht kennen, aber sie hat halt echt die Kraft über Monate weltweit Produkte auszuverkaufen und sie hat gesagt, das ist ein schöner Blush und ich muss dem zustimmen. Ich hatte mir ja neulich von Charlotte Tilbury hier diesen Blush Wand gekauft, Beauty Wand, Light Wand, whatever, in Peach Gasm. Den mag ich ehrlich gesagt nicht. Also der hat mir zu wenig Farbe. Der gibt eigentlich nur so ein leichtes Highlight, aber in Kombination mit dem jetzt hier von NARS sieht es ganz nett aus. Ich mach mal weiter. Mit Concealer, Puder, Contouring und bin gleich wieder zurück. Wir haben nämlich noch andere schöne Sachen. Als Puder benutze ich selbstverständlich mein eigenes. Das ist einfach für mich das allerbeste Puder. Ich liebe das. Zack, gesettet. Und dann gehe ich mit dem Kabuki hier rein und sette den Rest. Und so sieht das Ganze wirklich schon sehr, sehr schön aus. Also ich muss sagen, der Primer hat wirklich gute Arbeit geleistet. Für den Alltag würde ich jetzt sagen, ist das wahrscheinlich eine Nummer zu viel, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, also, okay, ihr kennt mich, Freunde. Ich bin ja eigentlich ein wirklicher Freund von Full-Coverage-Cake-Face-Make-up. Aber ihr habt es gemerkt und euch ist es auch aufgefallen, dass ich in den letzten Monaten meine Make-up-Technik so ein bisschen verändert habe. Leichtere Foundations, mehr Glow, mehr Bewegung im Gesicht, sodass trotzdem noch ein bisschen Haut mit durchkommt. Ich mag das immer noch sehr, sehr gerne. Und durch diesen Primer habe ich das Gefühl, dass ich wirklich viel Make-up trage. Das ist für ein Event, wo ich weiß, okay, heute muss es matt sein, heute muss es ebenmäßig sein, ist das nice. Für mich, der keine ölige Haut hat. Für jemanden, der eine ölige Haut hat, kann ich mir vorstellen, dass es euch wirklich gut helfen kann. Ich gehe jetzt noch mit ein bisschen Bronzer hier lang und lifte mir die Augenbrauen. Okay, wir fühlen's. Bisschen Blush nehme ich eigentlich noch, nur noch den Rest, den ich hier am Pinsel habe, um nochmal so ein bisschen Blush mit zurückzugeben. Ihr seht ja, ich habe ja schon ordentlich Blush durch diesen NARS-Dingsbums und der hält wirklich den ganzen Tag, muss ich sagen. Ne? Also normalerweise bin ich ja wirklich ein Freund von Drogerie-Make-up, aber ab und zu so ein Ding, wenn es viral ist. Vielleicht ist es ja wirklich gut und das ist ein Produkt, ich habe das jetzt schon seit bestimmt einer Woche, trage ich im Moment jeden Tag. Wir haben aber noch etwas anderes und das ist ein Cloud Touch Highlighter. Der ist recht klein. Ich habe ihn mir größer vorgestellt. Ich muss aber sagen, farblich und designmäßig ist der
fantastisch. Der hat so eine leichte, grob glitzerige Art mit drin. Ja, okay. Also er hat grobe Glitzerpartikel. Ich mag das sehr gerne. Aber ihr seht es, der schimmert so ein bisschen rosa. Ein bisschen Gold ist mit drin. Und den tragen wir jetzt einfach mal auf, würde ich sagen. Ich nehme hier einen Brush und blende mir das hier so rein. Und ihr seht sofort den Effekt. Das ist ein grob glitzeriger Blush. Also nichts Feines, nichts Weiches, sondern wirklich ähnlich wie, oh ja, ähnlich wie die Fenty Beauty Diamond Bomb Highlighter vom Finish her, ne? Also diese gröberen Glitzerpartikel. Ich muss sagen, mir gefällt der hier aber ein bisschen besser als die Fenty Dinger, weil bei Fenty ist es oft so, dass, also das ist so eine durchsichtige Base und da drin sind diese Glitzerpartikel sehr kompakt eingearbeitet, aber wenn diese Base verschwindet und austrocknet durch Luft, eure Körperwärme, bleiben die Glitzerpartikel zwar da, aber nicht alle. Und manchmal rieselt das tatsächlich über euer Gesicht, auf eure Klamotten. Muss man mögen, ist gerade auch ein Trend. Weiß ich nicht, da hat Essence aber was Ähnliches jetzt hier mit drauf. Oh, ich bin ein Depp, ich bin wirklich ein Depp. Ich habe ein Pinselset gekauft. Schenke ich euch. Essence hat aber hier in der LE den Cloud Touch Body Luminizer rausgebracht. Und das finde ich recht spannend. Also das ist hier auch wie so ein, ja, wie so ein Gel. Und der hat auch grobe Glitzerpartikel mit drin. Und das kann ich mir entweder auf den Augen super gut vorstellen oder wirklich auf dem Dekolleté, auf den Armen, wenn man jetzt, irgendwann wird es hoffentlich wieder wärmer, ein bisschen rausgeht. Ich will aber was anderes probieren heute. Ich möchte mir das auf die Augen geben. Dazu brauche ich aber erstmal einen Lidschattenlook und ich nehme mir hier einfach einen Pinsel, da ist so ein bisschen Braun dran, gebe ich mir erstmal in die Lidfalte, um Tiefe zu erzeugen und dann habe ich jetzt hier von, wie heißt die Firma, BH Cosmetics, in die Farbe Santa Baby und Frosting und gebe mir das hier rein, wirklich nur so ein Hauch an Farbe, ganz wenig, mehr nicht. Ich möchte nämlich diesen super romantic, super easy, effortless Look haben. Und ich wollte euch eigentlich mein Liquid Eyeshadow zeigen. Vielleicht benutzen wir gleich beide Produkte. Und das ist jetzt auch eine ähnliche Farbe wie der Blush. Und dadurch wirkt das natürlich dann immer harmonisch. Und ich habe bei vielen gesehen, was ich vielleicht falsch übermittelt habe, dass das nicht unbedingt Eyeshadows sind zum Ausblenden. Also vor allen Dingen der dunkle wurde recht oft benutzt, um irgendwie diesen Ariana Grande Liquid Eyeshadow zu benutzen. Funktioniert, finde ich ehrlich gesagt, okay. Aber dafür habe ich ihn zumindest nicht gemacht. Ich nehme wirklich das Ding und gebe das einfach auf mein bewegliches Lid. Fertig. Ohne Verblenden. Wie eine Cut Crease. Antrocknen lassen. Und ihr habt einen fertigen, sehr, sehr einfachen Look. Ich lasse das jetzt mal kurz antrocknen und dann probieren wir diesen Liquid Body Luminizer da nochmal raufzugeben. Okay, das Ganze ist angetrocknet, halbwegs und dann seht ihr, reduziert sich natürlich so ein bisschen der Reflektionsbereich. Und entweder könnten wir jetzt mit diesem Catchy, ich liebe diesen Look, so einfach, ne, mit diesem Highlighter hier rüber gehen und das Ganze nochmal so ein bisschen intensivieren. Auch nett. Oder wirklich mit diesem groben Glitzer. Aber ich nehme nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich nehme erstmal ein bisschen was raus. Gebe mir das hier auf die Hand, um die Feuchtigkeit rauszunehmen. Oh, Euphoria. Habt ihr Euphoria schon gesehen? Ich hatte nur die erste Staffel gesehen. Oh, wow. That's the look 2022. Das ist so soft und so simpel. Und je nachdem, wenn das Licht beispielsweise, ich hole mal die Taschenlampe, hier so ein bisschen rüber scheint. Okay, Essence, what's poppin'? Auch passend so ein bisschen zum Highlighter, ne? Ich hätte jetzt fast gesagt, dass ich vielleicht mit so einem lila Blauton noch ein bisschen reingehen würde. Wirklich nur ein Hauch. Ich finde, das passt ein bisschen besser zu diesem Glitter. Und dann könnte man natürlich hier mit dieser Farbe noch rübergehen. Alright, ich mache mal Mascara rauf. Ich muss sagen, ich benutze die Rem Beauty Mascara immer noch sehr, 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 sehr gerne. Und dann gibt es in der LE noch so einen Inner Eye Brightening Pencil. Das war mal eine Zeit super trendy. Hier so auf der Wasser. Also normalerweise würde ich jetzt erst mit dem Q-Tip rübergehen. Das macht halt so ein richtiges Puppenauge. Was man damit sehr, sehr gut machen kann, ist wirklich
die Augenbraue ausschneiden, um nochmal so ein. Oh, ich sehe aus wie eine Puppe. Also das Ding ist schön. Ich weiß nicht, ob ich dieses Helle auf der Wasserlinie mag. Jetzt gerade gefällt es mir gut. Ich weiß nicht, ob man sich daran erst gewöhnen muss, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen Harajuku Barbie ist. Auf die Entfernung, glaube ich, seht ihr, was ich meine. Ne? Das macht halt die Augen extrem groß, öffnet sie. Und wenn man dann vielleicht punktuell mit einem dunklen Ton unter diesen hellen Bereich geht, habt ihr nochmal wirklich ein echt aufgehelltes Auge. Bei mir ist es oft so, ich gehe ja meistens mit Schwarz rein. Ich finde, bei Männern sieht das wahnsinnig schön aus. Auch bei Damen, wenn wirklich nur diese Wasserlinie schwarz ist und so ein bisschen Arabian Make-up, so arabisch angehaucht, sehr ausgesmoked, liebe ich, unglaublich sexy. Hell macht das Ganze so ein bisschen cute und süß und verspielt. Ich will jetzt aber noch was auf die Lippen geben. Und auch das ist etwas, was ich euch gerne noch mit auf den Weg geben würde. Sweetie. Nur ganz, 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 ganz leicht. Und dann auch hier Liquid Eyeshadow. Und ihr habt diesen Glossy. Oh, ist das verrückt. Verrückt. Was sagen wir? Zum Abschluss noch ein bisschen Spray. Ich muss sagen, Essence-Sprays sind wahnsinnig gut. Ich habe neulich, ich glaube, ich habe es mittlerweile leer gemacht. Ja, ich habe es leer gemacht. Das ist nur neu aufgefüllt. Aus der Coffee to Glow LA, dieses Koffein-Spray. Wahnsinnig schön. Das gibt wirklich nochmal so ein bisschen Bewegung, ein bisschen Frische. Ich bin super gespannt, wie euch der Look gefällt. Das ist mal was ganz anderes. Das ist nicht so Classic Maxim Giacomo Make-up, ne? Das ist eher so ein bisschen Hi, I'm cute und buy me a drink Look. Hat mir Spaß gemacht. Sehr, 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 sehr schön, L.E. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich das Pinselset nicht benutzt habe, aber ich freue mich darüber, dass es jemand von euch bekommt. Kommt in die Verlosungskiste und ihr wisst es, ich schicke andauernd Produkte raus an euch. Freunde, schaut unbedingt bei Instagram vorbei, falls ihr Nachrichten haben wollt bezüglich, wo gibt es noch was, kommt was nach. Ich weiß es wirklich nicht. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. In Liebe. Bis zum nächsten Mal.